Hallöchen, meine Lieben. Ich weiß, ich bin wieder in meinem Badezimmer und man hört dieses Gedröse da auf, die Lüftung. Aber ja, das ist die bessere Qualität jetzt gerade, die ich euch bieten kann, weil draußen regnet es im Ström. Naja, warte mal kurz. So, die Kamera ist wieder sauber, hoffentlich. ja, heute ist Mittwoch. Ich habe jetzt seit 3 Tagen Urlaub. Das ist schön, aber irgendwie fehlt mir was, ja, sage ich jetzt. Ja, trotzdem. Also, heute Morgen habe ich eine Nachricht bekommen, erzähle ich gleich. Die Leute von Instagram wissen schon, zumindest dass sie an meine Stories gucken. Ich habe auch in meiner Infobox und auf meinem Kanal, könnt ihr mir da folgen, müsst ihr nicht, ne? Aber könnt ihr. Sonst, das ist eine gute Sache, meine Mutter ist auf jeden Fall wieder zu Hause. Die wurde halt nicht gesund entlassen, sondern dann noch irgendwelche Werte, die nicht so gut sind im Körper. Aber die wurde auf jeden Fall entlassen. Nicht auf ihrem eigenen Wunsch, sondern an das Krankenhaus sagte, ja, die können entlassen werden. Genau, das ist schon mal zumindest cool, dass sie wieder zu Hause ist. Sonst hatte ich heute Morgen, als ich aufgestanden bin, eine Nachricht bekommen von einer Person. Und zwar, ich habe hier meine Beweise. Ich werde es am Ende des Videos reinblenden oder ich versuche es mal jetzt zu machen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Auf jeden Fall hier, sag mal, zock. Habe ich die Sorte noch gelöscht? Habe ich das noch irgendwo? Und zwar ist der Kühlschrank noch da. Also das heißt, ich möchte gerne meinen Kühlschrank abgeben. Nicht diesen neuen. Nein, Spaß beiseite. Sondern den alten, der eigentlich, habe ich zum Verschenken über eBay reingestellt. Also wie gesagt, zum Verschenken. Ne? Und stellt aber extra auch noch drauf, dass man nicht so viele Sachen, schwere Sachen in die Seite packen kann, sonst fällt er runter, also fällt die Tür runter und halt auch, dass es selber abgeholt werden muss, weil ich das nicht runterschleppen kann selber und ja, es wäre toll, wenn jemand das abholen würde, aber bisher hat sich eine Person gemeldet, die wollte mal vorbeikommen, kam aber nicht und jetzt diese Person. Und machen wir weiter hier. Also ist der Kühlschrank noch da? Nicht mal ein Hey oder so, nein, schwarze Seite. Ich habe hingeschrieben, hey, ja, ist noch da. Bohne in Rinteln können Sie den Kühlschrank kostenlos dahin bringen. Rinteln ist von Hameln so 20 bis 30 Kilometer ungefähr. Ich kann mal ganz kurz gucken. Also ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Und wenn man kein Auto hat und einen Roller, ich kann ja meinen diesen, wie heißt das, den Kühlschrank nicht auf meinen Roller schleppen und dann nach Rinteln fahren. Also ich würde den generell nicht auf meinen Roller passen, weil dann ist mit wenn die Reifen kaputt gehen, glaube ich, und dann mich auch noch drauf. Also das geht gar nicht. Ja, ist ein Roller, ne? Moped, ne? So, machen wir hier mal Rinteln eingeben. Okay. 21 Kilometer ungefähr, ne? Und klar, es ist jetzt nicht, es ist nicht um die Ecke für mich persönlich und deswegen habe ich geschrieben, naja, eigentlich steht in der Beschreibung, habe ich gesagt, dass er abgeholt werden muss, da ich ihn nicht die Treppe runtergetragen bekomme, aber ich frage mal meinen Bruder oder ob er mir helfen würde. Melde mich dann nochmal, okay? Also ich habe schon mal wenigstens den Gedanken gehabt, dass mein Bruder mal fragen würde, aber den Gedanken habe ich auch sehr schnell wieder verpufft, weil dann kam die nächste Nachricht. Ja, die Person hat geschrieben, okay, und dann kam ungefähr eine Minute später, hast du einen Freund? Ne? Ich verkaufe einen Kühlschrank und suche jetzt keinen Freund oder so. Ne? Da habe ich geschrieben, nein, aber ich suche gerade auch keinen.
ne? Keinen Mann, eher eine Frau. Also wenn es jetzt, ich suche beides eigentlich nicht, aber das war halt so eine Notlüge. Ja, eigentlich, wenn ich jetzt jemanden suche, dann ist es schon eine Frau anstatt ein Mann zurzeit. Aber ja, ich habe einfach geantwortet und dann, oh, das ist ja eklig, kommt von der Person, dass es solche Menschen, ne, Leute, wie du es überhaupt gibt, es, also mal, kann ich ja Deutsch, aber, oh, das ist ja eklig. Dass es solche Leute wie du es überhaupt gibt, ist abartig. Ihr solltet alle ausgerottet werden. Ihr Deutschen habt ja Erfahrung damit. Und dann so Kotz-Smiley und Mittelfinger und so, ne? Dann habe ich geantwortet, wow, WOF, da fehlen mir ja selbst fast die Worte. Sie wohnen ja selber in Deutschland. Also er meinte ja, ihr Deutschen, ne? Die Person wohnt selber in Deutschland, ne? Also da fehlen mir selbst fast die Worte. Sie wohnen ja selber in Deutschland und wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft noch nicht haben, in Klammern, aus welchem Grund auch immer, Klammer zu, wollen sie bestimmt bald und dann sind sie ja auch Deutscher. Es ist sehr traurig, dass solche Menschen wie sie überhaupt noch gibt, die es ist sehr traurig, dass solche Leute wie sie überhaupt noch gibt. Mensch ist Mensch, egal welche Sexualität, Herkommen, Religion, Behinderung, Hautfarbe etc. Dann haben sie ja auch kein Interesse an einem kostenlosen Kühlschrank mehr. Auf hoffentlich nicht Wiedersehen, habe ich da geschrieben. Und dann kam noch halt so Kotz-Smiley, dann halt eine Frau mit einer Frau, Mann und dann nochmal so ein Übelkeits-Smiley, dann halt noch vier Mittelfinger. Mein Kühlschrank werde ich da jetzt da nicht hinfahren, weil solche Menschen will ich keine Plattform geben. Also, egal. Also, sowas kostenlos auch noch. Nee. Also, ich finde das. Ach, warte mal ganz kurz. Weil ich finde das was furchtbar. Homophobie, weil Mensch ist Mensch, wie ich gesagt habe. Und ja, ist traurig einfach, dass es solche Menschen immer noch gibt. Weil, wieso? Es ist doch egal, ob jetzt jemand eine Frau liebt oder eine Frau liebt oder einen Mann liebt oder noch weiter irgendwie so Menschen, die Gegenstände lieben. Okay, bei anderen Sachen ist es schon ein bisschen eigenartig, aber die suchen sich ja auch nicht aus, ne? Und manchmal ist eine Sexualität oder eine sexuelle Neigung meistens ja auch so, dass es angeboren ist und man es ja nicht dazu kann, aber halt es verhindern kann. Ne, ich sag's jetzt nicht, aber ja. Aber sowas war schon mal so. Also ich habe das, ich habe vor, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren habe ich eine Wohnung gesucht. Damals hatte ich noch einen festen Job. Oder zumindest, ich hatte einen Job, ja, wenn es fest war, das ist mir hingestellt, im Nachhinein ist es nicht fest gewesen, aber und da habe ich eine Wohnung gesucht, einmal in Hameln und einmal in Hannover. Und hier in Hameln habe ich, oder war es auch Hannover, ich weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich manche Inserate bekommen. Ich habe auch ohne Bild dieses Inserat reingestellt, also einmal habe ich das, meine erste Wohnung, diese hier, die habe ich dann mein eigenes, also mein Gesicht als Foto, als Profilbild gemacht und dann habe ich da diese Wohnung und das habe ich jetzt bei den vor 3, 4 Jahren nicht gemacht, sondern nur ein weißes Bild, also kein Hintergrundbild oder so Profilbild, was auch immer. Und da kamen auch manche Leute, ja, wie heißt es, wollen sie eine Wohnung von 45 oder 50 Quadratmeter für, es war sehr günstig, also für Hannover-Verhältnisse deutlich, also unter den normalen Satz. Ich dachte, hä, ist da irgendwas faul, ne? Weil normalerweise habe ich nicht so ein Glück. Ist auch so. Und dann kam halt die Sache, ja, ja, mit Sex, ne? Also, dass sie Sex haben wollen, ab und zu mal gelegentlich einen Geschlechtsverkehr. Und ich lache jetzt darüber, weil es wirklich ein bisschen witzig war. Und dann habe ich nämlich mein Foto geschickt
Also einfach nur, weil ich ja wusste, dass dann plötzlich dann doch kein Interesse mehr bestand. Genau, da kam gar keine Antwort mehr. Es waren wirklich zwei, drei Leuten und dann habe ich auch das extra reingemacht, mein Foto. Und dann kamen auch solche Nachrichten nicht mehr. Klar, wer will schon mit mir, ne? Also, ne, was ich meine? Und es ist schon traurig bei manchen anderen Leuten, die dann wirklich vielleicht hübsch aussehen und die dann angemacht werden. Nur weil sie jetzt eine Wohnung suchen. Und aber eBay-Kleinanzeigen ist ja auch generell so eine Sache für sich, ne? Manche suchen da halt eher nach Partnern, anstatt nach dem Möbelstück, den sie da eigentlich angeklickt haben. Bin ich ja bekloppt. Deswegen gibt es ja Tinder, kann man doch da was machen oder sonst irgendwas. Und ja, aber so ist das Leben. Was ich jetzt noch fragen wollte, und zwar an die Leute, die auch in Hartz IV hatten oder haben, Umzug. Mein allergrößter Traum ist es ja, nach Hannover zu ziehen. Wäre es möglich, wenn ich meinen Sachbearbeiterin oder den Grund angebe, dass man in Hannover bessere Chancen bekommt, da eine Arbeit zu finden? Ist es ein Grund, warum ich ausziehen könnte, hier ausziehen und dann nach Hannover ziehen könnte, oder ist es eher kein Grund? Also ich brauche jetzt keine, ja, ich wollte mal fragen, ob das jetzt gehen würde oder nicht. Das wäre toll, wenn ihr mir das beantworten könntet. Genau, aber sonst habe ich jetzt eigentlich nichts, wo ich jetzt noch erzählen könnte. Von daher werde ich das Video jetzt beenden. Das wird jetzt auf jeden Fall ein deutlich kürzeres Video als gestern, wo ich meine ganze Vorräte gezeigt habe. Genau, meine Lieben. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.